Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder zurück. Und wir sind hier gerade in diesem komischen Labor. Plündern, halten. Wir müssen hier erstmal den suchen, den wir suchen müssen. Ah, da ist was. Eine Kiste. Ah, da sind wir durch. Der Eingang zu Brewsters Labor. Ich reiß dich ein, so. Du hast keine Chance für mich, Digga. Tja. Ich würde sagen, du bist platt. Und ich habe gewonnen. So, sorry. Ich war kurz abgelenkt. Ich muss ja nebenbei noch Fragen beantworten von euch hier. Und weiter geht's. Wäre relativ zeitnah am Antworten und deswegen sind manchmal kleinere Pausen. Oh. Oh, der gibt ein Assassin bei 10.000 XP gleich ein Assassin. Achso, das ist ein Level denn, oder was? Okay. Ah. Wie viel habe ich? Ich habe 3 Assassinen habe ich. Kampf, Schleichen, Ökosystem. Okay. Rasa, drücke X. Oh, das klingt gut. Das klingt gut. Aber das brauche ich noch nicht. Was habe ich noch? Konterschuss. Oh ja, Konterschuss. Drücke Dreieck, um Gegner zu... Ja, das wollen wir auf jeden Fall haben. Ach, das kann ich noch nicht. Okay. Dann aber das. Wieso kann ich denn nicht nehmen? Ich bin da, hab da 3 Assassinen, also habe ich Level 1. 3 Assassinen-Logos habe ich da oben. Dann werde ich doch hier was nehmen können, oder nicht? Für jeweils 1000 EP erhältst du neue Fähigkeit. Vielleicht später. Fähigkeiten. So, aber ich müsste doch jetzt hier eigentlich einen Assassinenpunkt-Stick da haben. Oder sind die jetzt hier vorgegeben schon? Ach so, die sind im Besitz schon. Ach so, okay. Und hier ist Doppelattentat. Kaufen. Ah, okay. Was haben wir hier? Dietrich. Schlösser knacken 1. Das brauche ich immer. Das habe ich mittlerweile gelernt, dass man das immer schnell ausbauen soll. Ah, schlechter. Du Konter 10 erreichst, bringt ihr nächster Angriff in den Gegner an.
Den Rand des Todes. Oh, cool. Gesundheit. Oh, Gesundheit kann ich auch mal hier brauchen. Oh, scheiße. Was nehme ich als erstes? Ich nehme Gesundheit. Okay. Ich werde ja sowieso nach und nach alles ausbauen. Oh, wartet mal, was war das? Zu Jacob wechseln? Geht bestimmt jetzt noch nicht, weil es im Tutorial ist. Er hat hier nichts zu suchen. Scheiße, hätte ich schön Doppeltattentat machen können. Dir gesagt wird. Und übrigens, für dich immer noch, Sir. Die Männer sind müde, Sir. Wir zeigen Doppelattentat gemacht. Splitter. Aha. Hören Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil sein. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Lucy Thorne würde sich ihren Kopf holen und Mr. Starrick den Rest. Wissen Sie, Reynolds, vielleicht ist es das Risiko wert. Sir David, das kann nicht Ihr Ernst sein. Das war doch nur ein Scherz, Reynolds. Wenn wir dem Artefakt sein Geheimnis dann doch alles schon haben, die Templer London endgültig in der Hand. Die Assassinen gehen unter und von da, blieb bleibt nichts aus einer verblassten Erinnerung. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrick nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können.
Das ist unsere Natur. Ich habe vergessen, mir das Mikrofon wieder zurechtzurücken. Ist das geil. Jetzt komm! Können wir jetzt lang? Ah, hier. Scheiße. Kein Bonus. Ist ja doof. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ deinen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Hoppala. Was hält uns denn auf? London wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Vater, du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Boah. Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja, los, auf nach London. So, und jetzt...
wie in jeder Gameplay-Review nach dem Tutorial. Das ist alle Tutorial. Ihr seht jetzt London, da kommt das, wollte ich gerade sagen, Assassin's Creed Syndicate Logo. Und jetzt beginnt das Spiel erstmal richtig. Ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Ja, aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent Acosta. Kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Du musst nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. So, ich will aber auch sagen, wir sind jetzt bei 17 Minuten, aber ich will ja auch noch was erzählen. Würde ich jetzt hier erstmal Schluss machen. Also ich finde es geil, dass jetzt hier, ja, sind diesmal zwei Assassinen. Ein Junge und ein Mädel und halt Bruder und Schwester gleichzeitig. Diesmal was anderes. Wir sind in London. Schwere Waffen habe ich bis jetzt hier noch, also ich habe hier noch keine schweren Schwerter gesehen. Ich weiß nicht, ob es hier schwere Schwerter, also diese Doppelschwerter hier, also diese, nicht Doppelschwerter, Zweihandschwerter. Würde zwar nicht rinpassen, müssen wir mal gucken. Ich habe hier noch keine gesehen, ob es hier welche gibt, weiß ich nicht. Würde ein bisschen komisch in dem Zeitalter aussehen, also glaube ich, ich weiß nicht, Ubisoft geht da immer, schon mit der Zeit, also die sagen, ist 1800 noch was, also dann machen wir das auch so wie 1800 noch was. Und da waren keine Großschwerter, also Doppelhandschwerter, und ich denke mal nicht, dass sie sie mit drin genommen haben. Ich hoffe nicht, dass sie sie mit drin genommen haben, weil das würde da nicht passen. Ich weiß aber halt noch nicht, was für Waffen und so, das werden wir ja alle denn später noch sehen. Ich würde jetzt hier erstmal Schluss machen, ich will es noch weiter suchten, ich liebe Assassin's Creed, ich werde es auch die nächsten Tage suchten ohne Ende. Während ich hier mit euch gespielt habe, habe ich nämlich schon Videos hochgeladen und ich habe ja heute schon Videos gemacht und gestern Videos gemacht. Also es ist genug Material da, was ich so im Laufe der nächsten Tage planen kann, dass hier so ein bisschen Luft ist, dass ich hochladen, also dass ich Videos veröffentlichen kann, aber ja, das ist einfach so viel, was ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe. Durch das Neumachen vom Wohnzimmer, das werdet ihr alles im Video sehen. Ja, hat sich das natürlich alles ein bisschen angestaut. Aber ich schweife schon wieder ab, ich möchte mich verabschieden, ich bin Assassin's Creed Suchti und ich werde es jetzt erstmal suchten. Bis dann, Ahoi, sagt euer Odin.